Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt 8.41 Uhr, wir sind jetzt leer. Wir haben für einen Kollegen irgendwie so ein paar riesen Zahnräder abgeladen. Da waren das 6 Stück, waren das, also zwei Paketen gebündelt. 7 Tonnen hat das Ganze gewogen. Haben wir jetzt hier abgeladen in Rostock. Das erste Paket haben sie mit dem Kran abgeladen. Und dadurch, dass ich das Dach nicht bis nach ganz vorne aufmachen kann, ich kann das Dach auch nicht nach hinten ziehen, haben die das zweite Paket, was an der Stirnwand stand, mit dem Stapler abgeladen, einzeln, die Ringe. So, nun fahren wir nach Wismar, tauschen den Auflieger einmal durch, wenn keine andere Information gleich kommt. Und dann machen wir uns gemütlich auf den Weg in den Schwarzwald, ihr Lieben. Mehr liegt heute nicht an. Außer jetzt nach Wismar fahren, Trailer tauschen und Abflug. Ist er nur fahren denn heute? Gestern Abend bin ich im LKW angekommen. Ich bin ja immer Sonntag schon im LKW. Habe ich schon mal schlechte Laune gehabt gestern. Irgendeiner hat mein LKW umgeparkt. Lenkrad nicht zurückgestellt. Vorhang nicht richtig hingemacht. Und der Grund für das Umparken des LKWs ist mir ein Rätsel. Das werde ich aber heute noch klären, weil das geht nicht. Das geht gar nicht klar. Und dann auch mein LKW umparken auf meine Karte, das geht schon mal gleich dreimal nicht. Das wird heute noch geklärt, ihr Lieben. So, wie war euer Wochenende? Mein Wochenende war genialo. Genialomat war mein Wochenende. Versteht ihr das? Schön am Auto geschraubt, Motorträger gewechselt beim Insignia, wunderbar, alles geklappt, alles schick, ihr Lieben. Die Jungs hier waren voll in Ordnung, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, da war so ein Volltätowierter, der hat mich die ganze Zeit angelächelt, ich weiß nicht warum. Aber naja gut, das ist nicht so schlimm. Die waren auf jeden Fall cool drauf, waren sehr freundlich, haben auch das ein oder andere da alles mit Humor genommen und gelacht. Das ist wunderbar. So muss das sein, so gefällt mir das. Ihr Lieben, oh, du bist so mutig mit deinem Passat, Alter. Da machst du zweimal, beim dritten Mal hast du keine Türen mehr. So einfach kann das gehen, ne? So! Ich würde sagen, wir knallen jetzt nach Wismar.
So, wir haben dann mal erfolgreich umgesattelt. Hinten war wieder alles voll. Deswegen haben wir jetzt den Trailer hier auf dem Parkplatz abgestellt und haben die 890 wieder aufgenommen. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Kunden. Bis auf Bretten bin ich mir nicht sicher, dass... jetzt hat es geknackt. Bis auf Bretten bin ich mir nicht sicher. Ansonsten sind das alles neue Kunden, da war ich noch nicht. Wir fahren jetzt einmal nach Bretten, dann fahren wir nach Rastatt, nach Rentschen, Appenweier, dann haben wir noch La Sulz und dann sind wir leer. 9 Stunden 47 Fahrzeit bis zum ersten. Eigentlich, da wir morgen sowieso nicht leer werden, brauchen wir uns auch gar keinen gar keinen Zacken aus der Krone brechen. Und werden gemütlich fahren, mal gucken, wann wir Feierabend machen heute. Ich glaube, 6 Stunden werden wir noch fahren. 7 Stunden vielleicht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen heute. Rundumleuchten sind dran und leuchten auch. Rotes Fähnchen habe ich auch dran. Das Problemchen, dass mein LKW bewegt wurde am Wochenende, hat sich nun auch geklärt. Und zwar sollte da die Zugmaschine stehen von Ringo, weil er in Urlaub geht und deswegen sollte das Auto da hinten stehen. Deswegen wurde meiner vorgefahren. Jetzt ist halt nur noch nicht geklärt, warum mit meiner Karte gefahren wurde und wo mein Schraubenzieher abgeblieben ist. Ich habe mir den extra hier aus dem Bordwerkzeug vorne in die Armaturen gelegt, weil mit dem GoPro-Mod ist das mit den Wurstfingern schwierig, das Ding vernünftig festzuschrauben. Deswegen habe ich mir den Schraubenzieher zurechtgelegt, damit ich das immer schön vernünftig machen kann. Und dieser Schraubenzieher ist jetzt weg. Irgendwie. Ihr Lieben. So, wie geidert euch eigentlich? Mir geidert gut und ich hoffe, euch geidert auch gut. Versteht ihr das? Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, wie schwer wir sind. Halt, wo willst du denn hin hier? Nein, mein Verbrauch will ich nicht wissen. 16,5 Tonnen. Scheiße, eigentlich wollte ich ohne Liftachse fahren. Ah. Weil auf der Liftachse links sind so ein paar Reifenteile rausgebrochen. Deswegen wollte ich eigentlich mit gehobener Liftachse fahren. Egal. Der wird uns schon nicht wegfliegen. Wollte ich noch irgendwas erzählen, ihr Lieben? Ich weiß das nicht. Wisst ihr dazu zufällig? Ja, mehr ist jetzt eigentlich auch nicht außer fahren. Ich habe mal ein bisschen das Gurten gefilmt, so gut wie das ging. Ich hoffe, man konnte das ein wenig erkennen. Und dann geht die Woche eigentlich erst ab morgen richtig los. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, also Tagesziel für morgen setze ich mir mal 3 Kunden an. 3, 4 Kunden. Also ich glaube nicht, dass wir alle leer kriegen morgen. Und wenn doch, ist das schön, aber ich habe so die Vermutung, dass wir dann wieder mit Pitbull zurückfahren. Aber wir lassen uns mal überraschen, ihr Lieben. Und dann schauen wir einfach mal, was die Woche so für Überraschungen bereithält. Für die Sorgen. Thank you.
So, zuallererst mal ein paar nicht so schöne Worte an die Leute von GoPro. Ich habe keine Ahnung, ihr verkauft Kameras, ihr verkauft eine GoPro-Mod, damit man externe Mikrofone anschließen kann für ein Schweinegeld und dann funktioniert die Scheiße einfach nicht. Das kann es nicht sein, Alter. Das Mikrofon von der GoPro-Mod, was ja extra Rauschunterdrückung und so hat, das klingt auf dem Mod-Mikrofon, klingt, als würdest du das einer Kuh durch den Arsch ziehen. Und dann das externe Mikrofon, wenn du das anschließt, dann wird das nicht angezeigt, dann wird das, dann funktioniert das nicht und dann hast du keinen Ton und das, was geht ab, Alter? Geht überhaupt nicht klar. Für den Preis, Leute, von GoPro geht gar nicht klar. Ernsthaft nicht. Das ist, ich kaufe mir auch kein Auto, schraube zu Hause die Reifen ab und versuche dann auf der Autobahn rumzufahren. Macht keinen Sinn einfach. Das macht einfach keinen Sinn. So, und das ärgert mich tatsächlich mit dem Mikrofon schon seit einiger Zeit. Mal geht's nicht, dann verbindet er sich nicht. Keine Ahnung. Gestern habe ich erst gedacht, das liegt am Mikrofon. Weil, als ich nämlich gestern euer Video schneiden wollte, ist mir aufgefallen, dass alle 6 Aufnahmen, Fahrsequenzen, so wie wo ich am Reden bin, ohne Ton sind. Junge, ich musste mich gestern echt schwer zusammenreißen. Nicht auszuflippen, aber meine gute Laune-Rettung, die kam ja dann. Der Andi ist ja dann gestern live gewesen und dann bin ich einfach dazu gestoßen. Und schon hatte ich wieder gute Laune. So, nichtsdestotrotz, wir waren gestern um 15.40 Uhr in Appenweier. Da sagt er direkt, nö, heute nicht mehr. Ich sag, wie heute nicht mehr? Warenannahme bis 16 Uhr. Ja, heute nicht mehr. Morgen früh 8 Uhr. Wir haben 7.30 Uhr, schon, sind wir schon da, aber 8 Uhr ist so, da sind die Tore und alles auf und so weiter und so fort. Ich so, naja, gut, alles klar. 15,5 Stunden Pause. Leute, ich sag euch das, da kam dann noch ein Kollege gestern, der kam, 16 Uhr kam der, wollte auch da abladen in dieser komischen Kackbude. Und zu dem haben sie gesagt, morgen früh 6.30 Uhr. Der war heute Morgen 6.30 Uhr da. Und dann haben die zu ihm gesagt, nee, da kommt erst noch Leimbinder, also ich, um 8 Uhr. Ich war um 8 Uhr da. Da sagen die, ja, den Leimbinder von gestern. Da sagt der Typ, nö, eigentlich nicht. Und dann ist heute Morgen, als ich angekommen bin um 8 Uhr, stand da schon ein Holländer drin. Ich meine, nichts gegen die Holländer, ne? Er macht ja auch nur seinen Job, aber trotzdem. Stand ich da. Der ist dann rausgefahren, der Holländer. Ich bin dann reingefahren und dann hat es von 8 Uhr bis 10.15 Uhr haben wir jetzt gedauert, bis die mich abgeladen haben, Alter. Leute, Leute, Leute. So geil hat nicht, Alter. Da kriegst du eine Macke, Junge. Wir hätten gestern noch wenigstens bis nach La fahren können, wo wir jetzt hinfahren. Nein, verschiebt sich wieder alles um Stunden, Alter. Und das Schlimme ist einfach, die Zeit kriegst du nicht mehr reingefahren. Da kannst du noch so viel Gas geben, wie du willst. Die kriegst du nicht mehr reingefahren. Diesen Scheiß. Viel erzählt haben die hier nicht. Wie gesagt, ich bin angekommen, hab den Papier hingelegt. Hab den abgeladen. Oder er hat dann irgendwann angefangen, mich abzuladen. Und da habe ich dann gedacht, weißt du was, Alter, ich setz mich ins Auto. Bin hin und wieder mal rausgegangen, hab die Latten, habt ihr ja gesehen. Hab die Latten oben auf die Pakete gelegt. Und dann bin ich wieder eingestiegen. Oder was soll der Scheiß. Aber die Kamera ist schön mitgelaufen. 1,5 Stunden lang. Ja, ihr Hübschen, was soll ich euch sagen? Gestern, der Tag hat richtig beschissen geendet. Ich habe da auf dem Parkplatz gestanden, wo ihr gerade gesehen habt. Hab dann kurz abgesattelt, bin nochmal zu dem einen Laden da gefahren, hab mir Zigaretten geholt, weil ich hatte keine mehr. Dann haben wir Feierabend gemacht. Was sollen wir machen? Ja, nun sind wir auf dem Weg nach La. Wir fahren gerade auf der A5. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich so gut hören könnt von hier hinten, keine Ahnung. Wir sind gerade auf der A5 Richtung Basel unterwegs und ja. Aber was da mit der GoPro gestern war, Leute, ich habe keine Ahnung, Alter. Das hat mich so richtig genervt gestern. Ohne Scheiß, das hat mich so richtig abgefuckt, ey. Verstehe ich nicht. Man gibt Schweinegeld für so eine Technik aus, Junge, und dann funktioniert sie so, wie sie Bock hat. Und das geht gar nicht, Alter. Da bin ich auch der ungeduldigste Mensch drin und keine Ahnung, ich wollte die GoPro gestern schon ins Fenster schmeißen. Weil geht gar nicht, da funktioniert jede China-Kamera besser als das hier, da geht überhaupt nicht klar.
Absolut nicht, ihr Lieben. Absolut nicht. Da habe ich die Kamera gestern in den Einstellungen geguckt und gemacht und getan und gesucht. Ich habe nichts gefunden. Da habe ich die Kamera einfach zurückgesetzt, dann ging es wieder. Jetzt, heute Morgen, erster Versuch, ging es wieder nicht. Dann stand da, verbinde, jetzt geht's wieder. Verstehe ich nicht. Raff ich einfach nicht ab, Alter. Wer gibt dann Technik aus, Junge? Kohle ohne Ende, damit du überhaupt ein externes Mikrofon rankriegst, 90 Euro zu bezahlen für so einen hässlichen Rahmen, wo das Mikrofon von dem hässlichen Rahmen einfach klingt, als würdest du hier, keine Ahnung, Alter, unterm LKW sitzen. Nee, nicht normal. Also sowas nervt mich, Leute, ehrlich. Also ich weiß nicht, ich wollte mir eigentlich eine Kamera noch kaufen jetzt, eine GoPro, aber ich glaube, das lasse ich lieber sein. Riecht mich nur auf die Scheiße. Was machen wir heute auf dem Mittloch? Wir fahren jetzt abladen in La. Der kriegt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete, glaube ich, sind das. Und dann fahren wir irgendwo laden, keine Ahnung, ich habe noch keine Informationen, wie immer. 24 Minuten haben wir jetzt noch bis dahin. Da ist so ein kleines Dorf da, irgendwie, also laut Google Maps ist das, sieht das nicht wirklich groß aus. Wir lassen uns überraschen, gell, ihr Lieben, wie jeden Tag. Immer wieder ein Abenteuer. Aber wie schon gesagt, die Kunden kenne ich alle noch nicht. Und zu den anderen Kunden kann ich nur sagen, der in Bretten, der war richtig geil drauf. Die Leute, das war zwar scheiße, da hinzukommen. Wir haben uns ja auch auf dem Rewe-Parkplatz dann da irgendwie verirrt. Ich musste dann auch noch zweimal im Kreis fahren, weil da noch ein Kollege drin stand. Aber die Leute an sich waren richtig geil drauf. Die haben Spaß gemacht, mal schön gelacht, schön gequatscht. Der nächste, der war ja in Rastatt. Der war, naja, die haben gesagt, ja, um 8.37 Uhr solltest du hier sein. Ich habe ihn angeguckt, ich so, hä? 37 hätte ich im Leben nicht geschafft. Im Leben nicht. Niemals. Könnt ihr, da weiß ich nicht. Hat er gesagt, ja, wieso nicht? Ich sage, das sind 900 Kilometer. Glaubst du, dass ich ja 5 Stunden brauche für zum Fahren? Im Leben nicht. Hätte ich im Leben nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, warum die da in Wismar so eine Termine machen, wenn du sie nicht halten kannst. Muss man nicht verstehen. In Rentchen, der war auch, ja, ich weiß ich auch nicht. Rentchen ist so, da frage ich mich immer wieder bei solchen Kunden, was waren zuerst da, das Wohngebiet oder die Firma? Weiß ich nicht. Macht beides keinen Sinn, ein Wohngebiet um die Firma zu bauen oder eine Firma ins Wohngebiet zu bauen. Keine Ahnung. Überall für 7,5 Tonnen gesperrt, aber du musst da rein, weil da ist die Firma. Super geil. Haben wir ja schon Erfahrung mitgemacht in Duisburg damals, ne? Zweimal blitzen lassen von dem scheiß Blitzer, der auf Gewicht geblitzt hat. Nicht auf Geschwindigkeit. Eieieiei. So, genug gequatscht, Leute. Wir fahren jetzt nach La, laden aus. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise heute noch hinbringt. Ihr Lieben. We'll be right back.
Ach ja, Leute, was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen hier? Herzlich willkommen in Deutschland, würde ich mal so sagen. Katastrophe hier. Wir stehen auf der A5 im Stau. Und das schon seit bestimmt... Stunde? Stunde bestimmt schon. Und es sind immer noch 23 Minuten. Ich kann euch sagen, Alter, ich habe schon wieder die Fresse voll. Die Woche lief so gut bis gestern Abend. So gut. Was heißt gestern Abend? Bis gestern Nachmittag. Lief die Woche so wunderbar. Und jetzt läuft die Woche einfach nur noch Müll. Mittloch ist ein Scheißtag. Würde ich auf jeden Fall so behaupten. wir sind auf jeden Fall fertig. Ich wollte eigentlich erst in meiner Pause aufnehmen, aber das wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich in die Pause komme. Deswegen nehme ich jetzt auf. Habe jetzt Zeit. Wir sind angekommen in Ettenheim. Da hat das, auf dem Weg nach Ettenheim hat das Mikrofon hier schon wieder nicht aufgenommen. Also da war du hast da unten dieser Ausschlagbalken oder wie sich auch immer das Ding schimpft hier, wo dir angezeigt wird, wie laut du da ins Mikrofon reinlaberst. Der war wieder nicht da, heißt, ich habe wieder keinen Ton. Jetzt habe ich drauf geachtet, jetzt müsste ich aber Ton haben. Oh, das geht mir so auf den Sack, Leute, ne? GoPro Mod. Kaufst den auf für einen Haufen Kohle, Alter, den ganzen Schrott hier zusammen, Junge, und dann funktioniert das nicht, wie das sein soll. Hammermäßig, Alter. Egal. Die Pförtnerin, die war ganz lieb, ganz nett eigentlich. Die kam gleich an, ja, Neumann, Eurotrans. Ich so, yo. Ja, du bist angemeldet. Warte mal noch 2-3 Minütchen, dann ich rufe dich dann rein. Ich wink dann mal, muss mal ein bisschen zu mir gucken. Ich so, alles klar. Dann hat sie gerufen, hat gesagt, soll ich an A6 fahren? Haben wir auch gemacht. Jetzt haben wir so, keine Ahnung, 30 Kilo ADR haben wir insgesamt. Ja, brauche ich Tafel nicht aufmachen. Irgendwie so eine Dekoware, Dekoartikel, irgendwie so, keine Ahnung. Latten brauchte ich auch nicht reinmachen. Wunderbar. Prima, würde ich sagen. Prima ist das. Ja, und nu zotteln wir Richtung Alten Treptow durch. Ich wollte eigentlich heute so 8 Stunden fahren, morgen 4. Mit 13 Uhr wäre ich morgen in Alten Treptow. 11 Stunden Pause, 0.30 Uhr fange ich dann meine Schicht an. Dann können wir um 1 Uhr abladen da in Alten Treptow. Knallen dann direkt weiter nach Parchim. Und dann, keine Ahnung, entweder fahren wir dann Falkenhagen, wäre jetzt für Vermutung, Wismar, oder wir fahren leer auf den Hof. Da weiß ich auch noch nicht. Soll mir aber auch wirklich Bockwurst sein, weil nur noch nächste Woche und dann habe ich Urlaub. Dann habe ich endlich eine Woche Urlaub, Alter. Endlich, seit über einem Jahr keinen Urlaub mehr gehabt, dann habe ich endlich mal Urlaub. Wunderbar, ihr Lieben, wunderbar. Kann ich noch irgendwas sagen? Das Beladen an sich ging sehr schnell. Der Typ war, ja, freundlich war er nicht, aber begeistert von der Arbeit, die er da tut, war, hat er auch nicht gehabt. Also null Begeisterung, aber er war sehr nett, um das mal so auszudrücken. Ansonsten kann ich nicht viel von heute sagen. Abgeladen haben wir. Geladen haben wir. 12,5 Stunden waren es. Sage und schreibe. 11 Stunden 38 sind es noch. Ja. Ich würde sagen, das dauert hier noch eine Weile, wa? Katastrophal, Alter. Ernsthaft, ich habe keinen Bock. Ich ziehe den Stau auch magisch an, Alter. Egal, wo ich hinfahre. Ständig stehe ich im Stau. Unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir jetzt noch 40 Kilometer fahren. Dann fahren wir auf die A6 Richtung Heilbronn. Und fahren dann ab Nürnberg, Kreuz Nürnberg, fahren wir dann auf die A9. Und fahren dann den Berliner Ring andersrum hoch. Dass wir von der Brandenburger Seite aus Richtung Rostock fahren. Hab
habt ihr jetzt nicht gehört. Oh, nee. Ja, und dann laden wir halt, wie gesagt, Donnerstag Nacht, Freitag früh 1 Uhr aus. Fahren dann weiter nach Parchim. Wenn alles gut läuft, sind wir auch 3, 4 sollten wir dann da sein. Und dann entweder Falkenhagen, Wismar oder auf dem Hof, Wochenende. Wir werden sehen, ihr Lieben. Wir haben jetzt 5.14 Uhr, ihr Lieben, Freitagmorgen. Wir haben unseren Dienst um 0 Uhr, ich glaube 0.40 Uhr, 0.45 Uhr haben wir unseren Dienst angetreten. Hatten ja bloß noch, ich glaube 6 Kilometer bis zum Kunden heute Morgen in Parchim. Um 1 Uhr sollten wir da sein, 0.58 Uhr. Waren wir da, haben Papiere abgegeben, der hat gesagt, ja, fahren Rampe 7. Da habe ich dann so gedacht, naja gut, wenn sie eine Stunde, maximal eine Stunde 30 brauchen, dann schaffe ich das noch mit 5 Uhr alten Treptow. Um 1 Uhr, ja ich glaube 1.45 Uhr, 1.48 Uhr sind wir wieder losgefahren. Da das Navigatorgerät hat dann gesagt, ja, 4.40 Uhr sind wir denn da in Altentreptow und um 3.58 Uhr waren wir hier. Das Schöne am Nachtsfahren, Leute, ist erstmal sind die Straßen frei und zum Zweiten sieht man da so einiges am Viehzeug draußen rumlaufen. Unter anderem haben wir die drei Bärenbrüder gesehen, Klaus, Dieter und Giesbert. Klaus ist gleich auf den nächsten Baum hochgerannt. Giesbert, der hat sich so Richtung Bushaltestelle verzogen. Und Giesbert, Leute, der dritte von den drei Bärenbrüdern. Ohne Scheiß, ich habe noch nie so fetten Waschbären gesehen. Ohne Witz, der klaut aus seinen Brüdern das Essen, ich schwör's dir. Da ist Garfield ist schlank dagegen, ohne Scheiß. Wir haben noch nie so einen fetten Waschbären gesehen. Aber gut, er ist da so ein bisschen vor mir hergerannt und da musste ich mich schon so ein bisschen amüsieren drüber. Weil er so unwahrscheinlich fett war, war schon lustig. Da sind wir ein paar Kilometer weitergefahren, so das eine oder andere Reh haben wir ja gesehen. Und da war aber dann Mutti Hirsch. So, die ist so 80 Meter vor mir, ist die über die Straße gelaufen, ganz gemütlich. Und da habe ich mir so gedacht, naja, gehst du mal vom Gas runter, ne? Ein Reh kommt selten allein. Und dann kam dann so auf Höhe, sagen wir mal 5 Meter vor der Zugmaschine, kam dann Bambi Hirsch. Richtung LKW gerannt.
Das olle Bambini-Schwein. Da muss ich ja mal hupen, ne? Sonst wäre Bambi Hirsch jetzt kaputt. Die wäre so genauso zwischen Zugmaschine und Aufreger gerannt. Aber gut. Bambini hat es überlebt. Ah, nee, Leute. Dann sind wir hier angekommen in Alten Treptow. Da, ganz papierrängig, immer gesagt, ja, du hast viel. Ich sag, naja, ein bisschen über Viertel ist er. Sagt er, ja, fahr mal hier an die Rampe ran. So, rangefahren, aufgemacht, sagt er, oh, das geht ja noch. Sagt, ja, das ist nicht so viel. Sagt er, ja, wir machen nur die Brücken leer und dann bist du dran. Ja, hat jetzt summa summarum knapp eine Stunde gedauert. In der Zeit habe ich morgens um 4 Ravioli kalt gefressen wie ein Tier. Ah, oh Mann, geil. Da sind wir dann, hat er gerufen, dass er fertig ist. Bin ich nach hinten gegangen, Papiere, und er sagte, oh, das ist doch ein schöner LKW. Ich sage, ja, danke, danke. Da habe ich mich bedankt. Ja. Die finden das alle toll, dass ich auch ein bisschen was am LKW mache. Schon der, oh, ich weiß gar nicht, vierte, fünfte Kunde, der das sagt, dass er schön aussieht, dass er hübsch ist. Ja, lieber Chef. Können nicht Standard rumfahren, das geht gar nicht. Kommt bei den Kunden viel besser an, wenn wir was gerade gemacht haben. So, nun sind wir halt wie gesagt auf dem Weg nach Rostock. Das heißt, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Rostock. Nicht nach Rostock, wir fahren nach Poppendorf. Laden dort Dünger für Burger, was weiß ich, also 30 Kilometer von Poppendorf. Da laden wir aus. Dann fahren wir nach Wismar, stellen den Trailer ab, in der Hoffnung, oder was heißt in der Hoffnung, ich wäre jetzt nicht böse darüber, wenn wir keinen neuen Trailer mitkriegen. Dann fahren wir nach Rostock, ach Quatsch, dann fahren wir nach Wismar, stellen den Trailer ab und eventuell, aber nur eventuell, haben sie schon einen neuen Trailer für uns fertig, den wir dann für nächste Woche gleich mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, haben wir Wochenende. Hauptsache, das Ganze passt heute in der 13er Schicht, weil meine Disponentin sagte gestern, ja, kannst auch schon 22.30 Uhr da an der Rampe stehen. Ich sage, ja, ganz bestimmt nicht. Ich sage, ich stehe gerade mal seit einer Stunde. Ich sage, nee, das lassen wir sein. Ja, Hauptsache, das passt heute auch alles in der 13er Schicht, weil ich habe keine 15er mehr. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, meine Lieben. We'll be right back.
ihr Lieben, wir haben jetzt unsere Woche beendet. Wir sitzen im PKW in meinem wunderschönen Opel. Ich mag das Auto wirklich. Wir waren heute Nacht, wir waren dann in Poppendorf gewesen. Leute, ich sag euch das, wir sind da angekommen in Poppendorf. Musste ich nicht allen Ernstes warten. Um 6.50 Uhr waren wir da. Ich gehe rein, mache alles fertig am Computer und so weiter. Gehe zum Pförtner ran, sagt er, ne, guck mal, 11 Uhr. Ich sag, wie 11 Uhr? Sagt er, ja, 11 Uhr. Sagt er, komm mal 8:30 wieder, dann versuche ich dich mit reinzudrücken. Aber vorher passiert gar nichts. Alles klar, dann habe ich mich in Poppendorf dann nochmal eine Stunde und 30 Minuten aufs Ohr gehauen, weil ich war echt schweinemüde gewesen. Bin dann um 8:30 nochmal reingelatscht, habe mir vorher nochmal einen schönen Kaffee gekocht. Und da hat er gesagt, ja, eigentlich nicht, aber ich lasse dich jetzt trotzdem mal durchfahren. Ein paar sind ja schon rausgekommen. Ja, alles klar. Alles fertig gemacht. Dann bin ich reingefahren. Da habe ich dann noch einen alten Arbeitskollegen getroffen, vom GJ damals noch, den Robert. Ja, ein bisschen mit ihm unterhalten, der war auch da. Ja, logisch, die Firma ist ja auch da. Dann habe ich geladen und war dann um 12 Uhr noch, was war ich dann raus? Ja, nach Sternberg fahren, von da aus macht keinen Sinn, um Montag dann nochmal zurückzufahren. Also musste ich meine Schichtzeit überziehen. Leider Gottes musste ich das tun. Aber summa summarum war das cool. Aber der Verlader hat mich wieder ein bisschen geärgert. Hat er zu mir gesagt, ja, machst du keine Latten rein? Ich sag, nö. Sagt er, doch, sonst verlade ich dich nicht, sagt er. Ich sag, nur hör auf. Ich sag, ich komme hier immer ohne Lattenladen. Ich sag, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, hast du eine verstärkte Plane? Ich sag, na sicher, dann, na logisch, sonst würde ich das doch nicht machen, Mensch. Und dann sagt er, na gut, dass wir drüber gesprochen haben. Cooler Typ, Alter. Oh, nee. Schön. Ich glaube, ich habe Olaf heute gesehen, wo wir mal ADR geladen haben. Ich glaube, ich habe ihn heute gesehen. Mit einer Zwiebacksäge an mir vorbeifahren. Falls er das war, er hat mich auf jeden Fall so recht interessant angeguckt und neugierig angeguckt. Guck mal, die Kamera so mal halten. Da steht die Sonne hier im Licht, im Bild. Ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Böhren. Ach, scheiße, wenn ihr das Video seht, dann habt ihr ja gesehen, wie der Ort heißt. Irgendwas mit Bögenenge, Bürgen, was weiß ich. Kenne ich nicht, kannte ich nicht, wusste ich nicht, dass es überhaupt einen Ort bei uns hier oben gibt, der so heißt. Aber den gibt es tatsächlich. Der Hof war sehr eng. Ich musste dann von da, wo ihr gesehen habt, noch mal ein bisschen weiterfahren. Und der Hof war, die Straße war gerade eine Baustelle, deswegen war das schweineeng, da reinzukommen. Aber ich habe es geschafft, dort reinzukommen. Der Bauer war ganz nett. Kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Viel erzählt er während des Abladens halt nicht. Habt ihr ja gesehen, er saß in einem riesen John Deere drinne. Ja. Musste, ich glaube, 20 Minuten habe ich auf ihn gewartet, weil er war irgendwie noch am Mittag. Was nicht so schlimm ist, ihr Lieben. Ja, und danach sind wir einfach nur noch nach Wismar gefahren, haben abgesattelt und sind dann solo auf dem Hof gefahren. Ich hatte in Wismar noch gefragt gehabt, ob ich den die 8,90 zur Verladung reinstellen soll schon. Hat er gesagt, nee, die warten auf die 8,87. Meiner wird erst später verladen. Geht auf jeden Fall einmal Richtung Frankfurt, also in Hessen haben wir einen, in Butzbach. Und dann haben wir noch zwei hier bei Stuttgart. Und dann laden wir wieder Heilbronn für zurück. Sammelgut für Rostock, ihr Hübschen. Ja, sonst, das war's für diese Woche. Mehr kann ich euch nicht sagen und zeigen. War jetzt die Woche ein bisschen zwei Kunden filmen, dann quatschen, zwei Kunden filmen, dann quatschen. Wie findet ihr das? Vertell mir das mal. Ist das so gut oder ist das nicht gut? Oder soll ich das mal abwechselnd machen? So mal jeden, mal alle zwei. Was meint ihr denn dazu? Vertellt mir das mal. Oh, und du fährst jetzt nicht wirklich 50, Digga. Die Baustelle ist doch schon seit Wochen und hier arbeitet keiner in dieser Baustelle. Guckt euch das an, Leute. Hier ist eine Baustelle. Erkennt man vielleicht an diesen komischen Barken, die da stehen. Die schreiben hier 50 hin.
aber hier arbeitet nie einer. Oh, Leute, schickt das Arbeitsamt. Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, in diesem Sinne wollte ich noch mal einmal kurz sagen, das Schneiden mit dem Tablet macht Bock, Alter, ohne Scheiß, macht richtig Bock. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie das geht oder ob das überhaupt funktioniert. Oh, Bruder. Ist, wenn ich das Video fertiggestellt habe, der Abspann, ihr Lieben. Ich habe ja sonst immer in den Videos am Ende zwei Videosequenzen bzw. zwei Videos verlinkt, die letzten beiden. Und das geht jetzt nicht mehr über die App YouTube Studio. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht. Das kann ich euch leider nicht sagen. Aber falls das nicht funktionieren sollte, ist das jetzt eben halt weg. Kann ich jetzt halt auch nicht ändern. Irgendwas muss man ja immer einbüßen. Aber sonst macht's Bock. Ich hoffe, das mit dem Ton war jetzt auch letzte Folge schon besser. Und wird diese Woche auch wieder besser. Oh, Bruder, du gehst mir auf den Pisser, Alter. Ich will mal kurz ein Wohlmanöver starten hier. Junge, 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 Junge. Jetzt muss ich schalten. So. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen die Woche. Und wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, macht wie ihr denkt, wie immer. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. In der letzten Woche nächste Woche, weil dann habe ich Urlaub. Eine Woche. Und dann geidert. Darauf, nach meinem Urlaub geht das dann wie gewohnt wieder weiter, ihr Lieben. Vielleicht mache ich auch noch einen Vlog oder irgendwie was aus dem Urlaub. Mal ein paar Ideen sammeln, was man noch so alles machen kann, außer die Vlogs. Und dann kriegen wir das geschaukelt, ihr Lieben. In diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen da draußen. Bleibt gesund und munter. Und hört auf die Mutti. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Macht's hübsch. Haut rein.